3 Abendstudio. Guten Abend, liebe Freunde der Science-Fiction-Literatur. Sie hören heute den Thriller Das Kinderzimmer nach der gleichnamigen Erzählung des amerikanischen Autors Ray Bradbury. Für den Funk bearbeitet von Werner Klippert. Regie Hermann Wenninger. George? Mhm. Ich möchte gern, dass du dir mal das Kinderzimmer ansiehst. Stimmt etwas nicht? Ich weiß nicht. Na also. Ich möchte nur, dass du es dir einmal ansiehst, das ist alles. Oder einem Psychologen zuziehst, damit der es prüft. Was sollte wohl ein Psychologe mit einem Kinderzimmer anfangen? Du weißt sehr gut, dass er etwas tun kann. Ich meine nämlich, das Kinderzimmer ist jetzt einfach ganz anders als früher. Also gut, lass uns einen Blick hineinwerfen. Gehen wir. Überall geht das Licht vor uns an und hinter uns aus. Und doch werde ich das Gefühl nicht los, im Dunkeln zu tappen. Dafür kauft man nun ein schalldichtes Lebensglückhaus für $30,000, das einen ankleidet und füttert, das einen in den Schlaf wiegt, singt und gut zu einem ist. Und am Ende findet man doch keine Ruhe. Na und? Sie standen auf dem mit Strohmatten ausgelegten Fußboden des Kinderzimmers. Es war etwa 12 x 12 Meter groß und 9 Meter hoch. Es hatte noch einmal halb so viel gekostet wie das ganze übrige Haus. Nichts ist zu gut für unsere Kinder. Das Kinderzimmer war stumm. Es war leer wie eine Lichtung im Dschungel an einem heißen Mittag. Die Wände waren massiv und zweidimensional. Doch jetzt, während George und Lydia Hadley in der Mitte des Raumes standen, begannen die Wände zu surren und sich scheinbar in kristallklarer Weite aufzulösen. Und langsam erschien vor ihren Augen eine afrikanische Steppe, dreidimensional nach allen Seiten, farbig und vollkommen natürlich bis zum letzten Kieselstein und Grashalm. Die Decke über ihnen wurde zu einem unendlichen Himmel mit einer heißen, gelben Sonne. Lass uns wieder hinausgehen. Diese Sonne ist mir etwas zu wirklich und zu heiß. Aber sonst finde ich nichts daran auszusetzen. Bleib noch einen Augenblick. Du wirst schon sehen. Die verborgenen Odorophone begannen jetzt den beiden in der Mitte der ausgedörrten Steppe stehenden Menschen Gerüche entgegenzublasen. Den heißen, strohigen Geruch trockenen Grases, den Duft nach kühlem Grün von dem versteckten Wasserloch, die strenge, harte Ausdünstung von Tieren und der Geruch nach Staub wie von rotem Paprika hing in der Hitze flimmernden Luft. Antilopen. Scheußliche Tiere. Aasfeuer. Siehst du? Dort sind die Löwen. Weit hinten. Dort drüben. Sie gehen gerade zum Wasserloch hinüber. Sie haben eben gefressen. Ich weiß nur nicht was. Irgendein Tier. Ich kann es nicht erkennen. Ein Zebra vielleicht oder eine junge Giraffe. Bist du sicher? Nein, um es genau sagen zu können, ist es ein bisschen zu spät. Nichts mehr zu sehen als abgeneigte Knochen. Und Aasgeier, die sich auf die Reste stürzen.
Hast du den Schrei gehört? Nein. Vor ungefähr ein paar Minuten. Tut mir leid, nein. Die Löwen kommen auf uns zu. Und wieder verspürte George Hadley grenzenlose Bewunderung für das Genie des Mannes, der dieses Zimmer erdacht hatte. Ein Wunder an physikalisch-technischen Funktionen für einen lächerlich geringen Preis. Jede Familie sollte so ein Zimmer besitzen. Was für ein Geschäft. Schade nur, dass man nicht dran steckt. Trotzdem sollte jede Familie so ein Zimmer besitzen. Sie kommen näher. Ja, gelegentlich erschreckt es einen mit seiner klinischen Genauigkeit. Ängstigt einen. Lässt die Haare zu Berge stehen. Doch die meiste Zeit bietet es einen gewaltigen Spaß. Spaß nicht nur für den Sohn und die Tochter, sondern auch für einen selbst. Wenn man das Bedürfnis nach einem Tapetenwechsel verspürt, einer kleinen Spritztour in ein fremdes Land. Bitte sehr, hier werde ich bedient. Und hier waren jetzt die Löwen. Etwa 5 Meter entfernt und so wirklich, so beängstigend und erstaunlich wirklich, dass man ihr Fell an den Händen prickeln zu spüren glaubte und die Kehle von dem staubigen Raubtiergeruch ihrer erhitzten Pelze wie verstopft war. Ihr leuchtendes Gelbbraun hatte die Farbe feiner französischer Wandteppiche. Das Gelbbraun von Löwen und Steppengras. Und das knurrende Atmen der Tiere klang wie gedämpftes Gezeitenrollen durch den stillen Mittag, während der Geruch rohen Fleisches aus ihren hechelnden, geifernden Rachen zu ihnen herüberwehte. Pass auf, sie kommen! Fort! Oh, George! Lydia. Meine liebe, arme, süße Lydia. Sie haben uns beinahe erwischt. Schämen, Lydia. Vergiss das nicht. Schämen. Nichts als schämen. Nun ja, ich muss zugeben, dass sie sehr echt aussehen. Afrika in der eigenen Wohnung, aber das sind alles nur dimensionale Superreaktionen. Höchst empfindlicher Farbfilm und auf Band aufgezeichnete geistige Vorstellungen hinter Glasscheiben. Odorophone und Geräuschkulissen, Lydia. Hier, nimm mein Taschentuch. Ja. Ich habe Angst, George. Hast du es nicht gesehen? Hast du es nicht gefühlt? Es ist einfach zu echt. Bitte, Lydia. Du musst Wendy und Peter sagen, dass sie nichts mehr über Afrika lesen dürfen. Selbstverständlich, selbstverständlich. Versprichst du es mir? Gewiss doch. Und du musst das Kinderzimmer für ein paar Tage abschließen, bis meine Nerven sich wieder beruhigt haben. Ob das deinen Nerven hilft? Du weißt, wie widerspenstig Peter in dieser Sache ist. Als ich ihn vor einem Monat damit bestrafte, das Kinderzimmer nur für ein paar Stunden abzuschließen, wie er sich da aufgeführt hat. Und Wendy auch. Das Kinderzimmer ist ja ein und alles. Es muss abgeschlossen werden. Etwas anderes kommt nicht in Frage. Also gut. Ich lege den Riegel vor. Bist du zufrieden? Du hast zu viel gearbeitet. Du brauchst Erholung. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich einfach nicht genug zu tun. Vielleicht habe ich zu viel Zeit zum Nachdenken. Warum schließen wir nicht das ganze Haus ein paar Tage ab und machen Ferien? Du meinst, du möchtest für mich das Essen kochen? Ja. Und meine Socken stopfen? Ja. Und das Haus sauber machen? Ja, ja. Oh ja. Aber ich denke doch, wir haben dieses Haus gerade deshalb gekauft, damit wir nichts selbst zu tun brauchen. Das ist es eben. Ich komme mir vor, als ob ich nicht hierher gehöre. Das Haus ist jetzt Hausfrau, Mutter und Kindermädchen. Kann ich mit einer afrikanischen Steppe konkurrieren? Kann ich die Kinder so gründlich und schnell baden und abschoben, wie es unser automatisches Bad tut? Ich kann es nicht. Und mir geht es nicht allein so, auch dir. Du bist in letzter Zeit schrecklich nervös. Ich nehme an, ich habe zu viel geraucht. Du siehst aus, als ob du auch nicht wüsstest, was du mit dir und diesem Haus anfangen sollst. Jeden Vormittag rauchst du etwas mehr. Jeden Nachmittag trinkst du etwas mehr. Und jeden Abend
brauchst du etwas mehr Schlafmittel. Du beginnst auch, dich überflüssig zu fühlen. Tue ich das? Ja, George. Sag mal, diese Löwen, die können doch nicht dort heraus, nicht wahr? Natürlich nicht. Schau mal, wie die Tür zittert. Als ob irgendetwas von der anderen Seite dagegen springe. Beim Abendessen blieben sie allein, denn Randy und Peter besuchten eine plastische Weltraumschau im Vergnügungspark am anderen Ende der Stadt und hatten über das Fernsehtelefon Bescheid gesagt, sie würden später kommen und die Eltern sollten ruhig schon zu essen beginnen. So saß George Hadley grübelnd am Esszimmertisch und sah zu, wie aus dessen technischen Eingeweiden Teller mit warmen Gerichten an der Oberfläche erschienen. Wir haben das Ketchup vergessen. Entschuldige. Da ist es schon. Den Kindern wird es gar nichts schaden, wenn man sie eine Zeit lang aus dem Kinderzimmer ausschließt. Zu viel von einem und demselben tut niemandem gut. Und alles deutet klar darauf hin, dass die Kinder sich ein wenig zu viel mit Afrika beschäftigt haben. Diese Sonne und die Löwen und der Blutgeruch. Eigentlich fabelhaft, wie das Kinderzimmer die telepathischen Gedankenströme der Kinder auffängt und Leben schafft, um all ihre Wünsche zu erfüllen. Die Kinder denken Löwen und da sind Löwen. Die Kinder denken Zebras und da sind Zebras. Sonne, Sonne. Giraffen, Giraffen. Tod und Tod. Woran denkst du? Nichts. Schmeckst du überhaupt, was du isst? Fleisch, denke ich. Dann ist es ja gut. Tod. Wendy und Peter sind reichlich jung dafür. Nein, man ist nie dafür zu jung. Lange bevor man weiß, was Tod bedeutet, wünscht man ihn jemand anderem. Schon mit 3 Jahren schießt man mit Spielzeugpistolen auf Leute. Aber dies, die weite, heiße afrikanische Steppe, der furchtbare Tod im Rachen eines Löwen und die ständige Wiederholung. Wohin gehst du? Er gab Lydia keine Antwort. Gedankenverloren merkte er nicht, wie die Lampen lautlos vor ihm aufleuchteten und hinter ihm wieder verlöschten, während er auf die Kinderzimmertür zuschritt. Lauschend legte er das Ohr dagegen. Weit entfernt brüllte ein Löwe. Er schob den Riegel zurück und öffnete die Tür. Gerade als er eintreten wollte, hörte er einen entfernten Schrei. Und darauf ein weiteres Löwengebrüll, das jedoch rasch verstummte. Er trat ein und war in Afrika. Wie oft hatte er im vergangenen Jahr die Tür geöffnet und sich im Wunderland befunden mit Alice und der falschen Schildkröte. Oder hatte Aladdin mit seiner Wunderlampe gesehen. Oder Goldmarie und Pechmarie bei Frau Holle. All die köstlichen Erfindungen einer Scheinwelt. Wie oft hatte er Pegasus durch den Himmel an der Decke fliegen sehen oder bunte Feuerwerksfontänen oder Engelsstimmen singen hören. Aber jetzt dieses gelblodernde Afrika, dieser Backofen mit Mord unter der sengenden Sonne. Vielleicht hat Lydia recht. Vielleicht benötigen die Kinder einen kleinen Urlaub von ihrer Fantasie. Sie ist für sie ein wenig zu wirklichkeitsnah. Es ist in Ordnung, dass sie Fantasiegymnastik machen. Aber wenn sie sich auf eine Schablone festlegen,
Seit mindestens einem Monat höre ich schon Löwengebrüll von Ferne und nehme den strengen Raubtiergeruch bis in mein Arbeitszimmer hin wahr. Wäre ich nur nicht so sehr beschäftigt gewesen, ich hätte mich früher darum gekümmert. George Hadley stand allein inmitten einer afrikanischen Steppe. Die Löwen blickten von ihrem Fraß auf und beobachteten ihn. Der einzige Bruch in der vollkommenen Illusion war die offene Tür, durch die er seine Frau sehen konnte, die weit hinter dem dunklen Korridor wie ein gerahmtes Bild geistesabwesend in ihrem Abendessen herumstocherte. Verschwindet! Sagte George Hadley zu den Löwen. Sie verschwanden nicht. Er kannte das Arbeitsprinzip des Zimmers genau. Man sandte seine Gedanken aus und was man auch immer dachte, nahm Gestalt an. Aladdin und die Wunderlampe sollen erscheinen. Komm schon, Zimmer! Ich will Aladdin! Aladdin! Was ist, George? Es funktioniert nicht. Komm essen, es wird sonst alles kalt. Ich komme schon. Was ist los mit dem Zimmer? Es will nicht mehr reagieren. Oder was? Oder es kann nicht reagieren, weil die Kinder so viele Tage an Afrika und Löwen gedacht haben, dass das Zimmer jetzt ganz auf dieses eine Schema festgelegt ist. Kann sein. Oder Peter hat es fest darauf eingestellt. Eingestellt? Er ist vielleicht in den Mechanismus eingedrungen und hat irgendetwas blockiert. Peter versteht nichts von dem Mechanismus. Er ist sehr klug für seine Jahre. Sein Intelligenzquotient. Papi, hallo, Papi! Hallo, Mami! Hallo, Papi! Das war klasse! Ganz große feindliche Raumschiffe. Und wir durften mit Raketen draufschießen, wie die Luftabwehr. Ihr kommt gerade noch zum Abendessen zurecht. Wir sind ganz voll Erdbeereis und heißer Würstchen. Aber wir wollen euch gern beim Essen zusehen. Wie ihr wollt. Aber erzählt uns jetzt einmal von dem Kinderzimmer. Was sieht euch so erstaunt an? Kinderzimmer? Nun, über Afrika und all das. Ich verstehe dich nicht. Deine Mutter und ich sind gerade von einer Reise mit Kamera und Büchse quer durch Afrika zurückgekehrt. Im Kinderzimmer ist kein Afrika. Na komm schon, Peter, gib's zu. Wir wissen es besser. Ich kann mich an kein Afrika erinnern. Du vielleicht, Wendy? Nein. Lauf nachsehen und komm uns erzählen. Mach ich, ja. Wendy, komm sofort zurück. Sie ist schon fort. Wendy wird nachsehen und uns dann berichten. Sie braucht mir nicht zu berichten. Ich habe es selbst gesehen. Bestimmt hast du dich getäuscht, Vater. Ich habe mich nicht getäuscht. Komm jetzt mit. Da kommt Wendy zurück. Da ist kein Afrika. Wir werden ja sehen. Wir werden das Kinderzimmer inspizieren und ihr kommt mit. Ein herrlicher grüner Wald empfing sie. Ein Flüsschen plätscherte. Ein purpurner Berg ragte vor ihnen auf. Helle Stimmen sangen. Und Rima, die Fee, lieblich und geheimnisvoll, bunte Schmetterlingsschwärme wie lebendige Blumengebinde in ihrem langen Haar, stahl sich durch die Bäume. Die afrikanische Steppe war verschwunden. Die Löwen waren verschwunden. Nur Rima war jetzt hier und sang ein so wunderschönes Lied, dass es einen zu Tränen rührte. Geht ins Bett. Gehört, was ich gesagt habe. Die Kinder traten in die Luftschleuse, wo sie wie braune Blätter den Windfang hinauf zu ihren Schlafzimmern gesogen wurden. George Hadley ging durch die gesangerfüllte Waldlichtung und hob etwas auf, das in der Ecke nahe der Stelle lag, wo sich die Löwen aufgehalten hatten. Langsam schritt er zu seiner Frau zurück. Was hast du da? Eine alte Brieftasche von mir. Zerbissen. Gehen wir schlafen? Ja, George. Noch um Mitternacht lag er wach und wusste, dass auch seine Frau nicht einschlafen konnte.
Glaubst du, dass Wendy den Wechsel bewirkt hat? Natürlich. Dass sie die Steppe in einen Wald verwandelt und Rima anstelle der Löwen gesetzt hat? Ja. Warum? Ich weiß nicht. Aber das Zimmer bleibt abgeschlossen, bis ich es herausgefunden habe. Wie ist denn deine Brieftasche dorthin gekommen? Ich weiß überhaupt nichts. Außer, dass ich den Kauf dieses Zimmers für die Kinder jetzt bedauere. Wenn Kinder neurotisch veranlagt sind, kann ein solches Zimmer... Es soll ihnen aber doch gerade helfen, ihre Neurosen auf gesunde Art loszuwerden. Ich fange an, mir darüber Gedanken zu machen. Wir haben den Kindern alles gegeben, was sie sich nur wünschen. Ist das unser Lohn? Geheimnistuerei? Ungehorsam? Kinder sind wie Teppiche. Man sollte gelegentlich auf sie treten, hat einmal jemand gesagt. Nun verfalle nicht ins entgegengesetzte Extrem. Wir haben nie die Hand gegen sie erhoben und sie sind unerträglich, wollen wir es doch zugeben. Sie kommen und gehen, wie es ihnen gefällt. Sie behandeln uns, als seien wir die Kinder. Sie sind verdorben. Und wir sind auch verdorben. Seit du ihnen vor ein paar Monaten verboten hast, mit der Rakete nach New York zu fliegen, benehmen sie sich ganz komisch. Ich habe ihnen erklärt, dass sie noch zu jung sind, um so eine Reise allein zu machen. Jedenfalls habe ich festgestellt, dass sie sich seit diesem Zeitpunkt entschieden, kühl gegen uns verhalten. Ich werde morgen Vormittag David McLean zu uns bitten, damit er sich dieses Afrika einmal ansieht. Aber es ist doch nicht mehr Afrika, sondern der Märchenwald mit Rima. Ich habe so ein Gefühl, dass es bis dahin wieder Afrika sein wird. Hast du gehört? Wendy und Peter sind nicht in ihren Zimmern. Nein, sie sind in das Kinderzimmer eingedrungen. Diese Schreie? Sie kommen mir so bekannt vor. Ich werde die Kinder ins Bett schicken. Und morgen werden wir weitersehen. Vater? Ja? Du willst doch das Kinderzimmer nicht für immer abschließen, nicht wahr? Das kommt ganz darauf an. Worauf? Auf dich und deine Schwester. Wenn ihr zwischen eurer Afrika-Besuche ein wenig Abwechslung legt, sagen wir Schweden vielleicht oder Dänemark oder China... Ich dachte, wir dürften spielen, was wir wollten. Das dürft ihr auch. Aber innerhalb vernünftiger Grenzen. Was gefällt dir denn nicht an Afrika, Vater? Ach, du gibst es also jetzt zu, dass ihr Afrika hergezaubert habt, wie? Ich will nicht, dass du das Kinderzimmer abschließt. Überhaupt nie. Wir denken sogar daran, das ganze Haus für etwa einen Monat abzuschließen und irgendwo auf dem Lande zu leben, wo wir wieder alles selbst machen können. Das hört sich ja schrecklich an. Muss ich dann meine Schnürsenkel selbst binden und mir selbst die Zähne putzen und die Haare kämmen und mich in der Badewanne schrubben? Zur Abwechslung müsste das doch auch mal Spaß machen, meinst du nicht? Nein, das wäre schrecklich. Ich fand es schon schrecklich, dass du im letzten Monat den Bildermaler abgeschaltet hast. Das tat ich nur, damit ihr lernen sollt, selbst Bilder zu malen, mein Sohn. Ich möchte aber nichts anderes als zuhören, zuschauen und riechen. Was soll ich denn sonst tun? Na schön. Geh und spiel in Afrika. Willst du unser Haus wirklich bald abschließen? Wir überlegen es uns noch. Es wäre besser, wenn ihr nicht länger daran dächtet, Vater. Ich dulde keine Drohungen von meinem Sohn. Wie du willst. Hallo, George! Was will denn Onkel Dave hier? Mach, dass du fortkommst. Ciao. Hallo, David. Komme ich zur rechten Zeit? Frühstück. Danke, hab's schon gefrühstückt. Wo fehlt's denn? Sag mal, du bist doch Psychologe. Ich hoffe es wenigstens. Du musst dir einmal unser Kinderzimmer ansehen. Du hast schon vor einem Jahr einen Blick hineingeworfen, als du uns besuchtest. Ist dir damals etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Das kann ich nicht sagen. Die üblichen Gewalttätigkeiten, ein leichter Hang zur Paranoia hier und da, wie es bei Kindern üblich ist, weil sie sich ständig von ihren Eltern verfolgt fühlen. Aber sonst eigentlich nichts Beunruhigendes. Mhm. Dann komm. Ich hatte das Kinderzimmer gestern abgeschlossen und die Kinder brachen in der Nacht dort ein. Ich ließ sie gewähren, damit du dir heute ihr Werk ansehen kannst. Da sind wir. Jetzt sieh zu, was dir daran auffällt. Ach ihr, Onkel David. Lauf deinen Augenblick hinaus, Kinder. Nein, ändert nicht die Mentalkombination.
Lasst alles, wie es ist. Und wo geht's? Als die Kinder gegangen waren, standen die beiden Männer und beobachteten die sich in der Ferne zusammendrängenden Löwen, die sich sichtlich ihre Beute schmecken ließen, was es auch sein mochte. Ich möchte zu gern wissen, was sie da fressen. Manchmal kann ich es fast erkennen. Glaubst du, wenn ich ein starkes Fernglas holte, könnte ich das... Kaum! Lass uns die Wände inspizieren. Wie lange geht das nun schon so? Etwas über einen Monat. Jedenfalls spüre ich bestimmt nichts Gutes. Tatsachen möchte ich keine Gefühle. Mein lieber George, ein Psychologe hat noch nie in seinem Leben eine Tatsache gesehen. Er erfährt nur von Gefühlen unbestimmten Empfindungen. Und dies ist kein gutes Gefühl, sage ich dir. Du kannst meinem Instinkt und meinen Ahnungen vertrauen. Das hier ist sehr schlimm. Ich kann dir nur raten, das ganze verdammte Zimmer herausreißen zu lassen und mir deine Kinder das ganze nächste Jahr lang, jeden Tag zur Behandlung zu schicken. Ist es so schlimm? Ich fürchte, ja. Ursprünglich waren diese Kinderzimmer dazu bestimmt, dass wir die Gedankenmuster des kindlichen Geistes an den Wänden studieren konnten. In diesem Falle ist das Zimmer jedoch zu einem Verstärkerkanal für zerstörerische Gedanken geworden, anstatt die Kinder davon zu befreien. Hast du damals noch nichts davon gemerkt? Ich spürte lediglich, dass ihr eure Kinder mehr als die meisten Eltern verdorben hattet. Und jetzt hast du sie auf irgendeine Weise schwer zurückgesetzt und enttäuscht. Wodurch? Ich ließ sie nicht nach New York fliegen. Was noch? Ich habe ein paar Automaten aus dem Haus entfernt. Und vor einem Monat drohte ich ihnen, das Kinderzimmer ganz zu schließen, wenn sie nicht ihre Schularbeiten machten. Für ein paar Tage habe ich es dann auch abgeschlossen, um ihnen zu zeigen, dass ich es ernst meinte. Aha. Hat das etwas zu bedeuten? Alles. Während sie früher einen Weihnachtsmann hatten, haben sie jetzt einen Skrug. Kinder ziehen Weihnachtsmänner vor. Du hast es zugelassen, dass dieses Zimmer und dieses Haus deine Stelle und die deiner Frau in der Zuneigung eurer Kinder eingenommen haben. Dieses Zimmer ist für sie Vater und Mutter, viel wichtiger für ihr Leben als ihre richtigen Eltern. Und nun kommst du daher und willst es abschließen. Kein Wunder, dass ihr Hass in der Luft liegt. George, ihr müsst euer Leben ändern. Wie so viele andere habt ihr es nur auf materielle Annehmlichkeiten gegründet. Fangt neu an. Es wird einige Zeit brauchen, aber in einem Jahr werden wir gute Kinder aus schlechten gemacht haben. Wart's nur ab. Aber wird der Schock für die Kinder nicht zu groß sein, wenn wir das Kinderzimmer so plötzlich für immer abstellen? Ich möchte auf keinen Fall, dass sie sich noch eingehender mit dieser Geschichte befassen. Mit einem Afrika, das es nur noch in Büchern gibt? Ich fürchte, es existiert noch. Wie meinst du das? Die Löwen hatten ihr blutiges Mahl beendet. Sie standen am Rand ihres Futterplatzes und beobachteten die beiden Männer. Die Sonne stand im Zenit. Jetzt fühle ich mich verfolgt. Lass uns hinausgehen. Ich habe diese verdammten Zimmer nie besonders gern gemacht. Sie machen mich nervös. Die Löwen sehen sehr echt aus, nicht wahr? Ich will nicht hoffen, dass sie irgendwie... Dass sie was? Dass sie irgendwie wirkliche Gestalt annehmen könnten. Nicht, dass ich wüsste. Irgendeine Fehlschaltung im Mechanismus. Vielleicht, weil die Kinder daran herumgespielt haben. Nein. Ich glaube, das Zimmer wird sich nicht gern abschalten lassen. Nichts stirbt gern. Nicht einmal ein Zimmer. Ob es mich wohl hasst, weil ich es abschalten will? Die Paranoia hängt heute hier ziemlich dick in der Luft, mein Lieber. Man kann ihr folgen wie auf einer Spur. Also, was ist denn das? Ist das dein Halstuch? Nein. Blutig und zerrissen? Nein, nein, es gehört Lydia. Also Schluss jetzt. Jetzt gibt's nur noch eins, abschalten und die Sicherung heraus. Die beiden Kinder bekamen hysterische Anfälle. Sie schrien und bäumten sich auf und warfen Gegenstände herum.
Sie heulten und schluchzten und fluchten und sprangen auf die Möbel. Die Kinder warfen sich weinend auf eine Couch. George, schalte das Kinderzimmer wieder ein, nur für ein paar Minuten. Nein. Du kannst ihnen das nicht so plötzlich zumuten. Nein. Du kannst nicht so grausam sein. Lydia, es ist abgeschaltet und es bleibt abgeschaltet. Und das ganze übrige verdammte Haus soll ebenfalls augenblicklich ausgelöscht werden. Wir haben schon viel zu lange unseren automatisierten elektronischen Nabel betrachtet. Ich werde jetzt die sprechenden Uhren abschalten. Die Herde, die Thermostaten, die Schuhputzmaschinen, die Schnürsenkelbinder, die Badebürsten und Massageapparate und alle anderen Maschinen, die ich erreichen kann. Lass ihn das nicht tun, Mami, lass ihn das nicht tun. Dass Vater nicht alles kaputt macht. Nun beruhigt euch doch, Kinder. So, das wär's fürs Erste. Ich hasse dich. Frechheiten werden dir auch nicht helfen. Ich wünschte, du wärst tot. Wir waren es eine lange Zeit. Aber jetzt wollen wir beginnen, wirklich zu leben. Anstatt uns von den Maschinen beherrschen und dirigieren zu lassen, wollen wir jetzt wirklich leben. Jetzt wird gepackt und wir fahren aufs Land. Ach, George, das alles ist doch eine Illusion. Aufs Land packen. Einmal müssen wir doch wieder zurück zu deinem Job. Auch dann beziehen wir dieses Haus nicht mehr. Nur einmal noch. Nur ein einziges Mal noch das Kinderzimmer. Oh, George, es kann doch nichts schaden. Na schön. Sie sollen ihren Willen haben, wenn sie dann nur ruhig sind. Aber nur einen Augenblick, verstanden? Und dann aus und vorbei für immer. Vati, Vati. Ja, ja, schon gut, schon gut. Und dann fahren wir in die Ferien. David McLean kommt in einer halben Stunde und bringt uns zum Flugplatz. Ich gehe jetzt mich umziehen. Also, Lydia, du kannst das Kinderzimmer für ein paar Minuten wieder anschalten. Aber nur für ein paar Minuten. Denk dran. Oh, komm, Mami. Komm. Plappernd zogen die drei los, während er sich durch die Luftschleuse nach oben saugen ließ und sich umzukleiden begann. Wenige Augenblicke später erschien auch Lydia. Wie froh werde ich sein, wenn wir abreisen. Hast du sie im Kinderzimmer allein gelassen? Ich wollte mich auch umziehen. Oh, dieses entsetzliche Afrika. Was sie nur daran finden mögen. In 5 Minuten haben wir das alles hinter uns. Herrgott, wie sind wir bloß zu diesem Haus gekommen? Wer hat uns nur dazu getrieben, einen Alpdruck zu kaufen? Falscher Stolz, Geld und Dummheit. Mami! Mami! Sie sausten durch die Luftschleuse nach unten und rannten durch den Korridor. Die Kinder waren nirgends zu sehen. Sie liefen in das Kinderzimmer. Die Steppe war leer, bis auf die Löwen, die wartend zu ihnen herblickten. Peter? Wendy? Die Tür ist zugeschlagen. Wendy? Peter? Wir müssen die Tür aufbekommen. Macht auf! Sie haben von außen abgeschlossen. Peter! Aufwachen! Kommt schon! Macht euch nicht lächerlich, Kinder! Wir müssen gleich fort! Mr. McLean wird in einer Minute da sein! Aufwachen! Aufwachen! Die Löwen hatten sie von 3 Seiten eingeschlossen und strichen jetzt tief in den Kehlen grollend durch das trocken raschelnde gelbe Steppengras um sie herum. George Hadley blickte seine Frau an und sie sahen, wie die Bestien geduckt und mit steifen Schwänzen langsam auf sie zuschlichen. Und plötzlich erkannten sie, warum jene anderen Schreie ihnen so vertraut vorgekommen waren. Wenig später erschien David McLean in der Tür zum Kinderzimmer. Er blickte erstaunt auf die beiden Kinder herab, die mitten in der ebenen Landschaft saßen
und ein kleines Picknick verzehrten. Also, da bin ich. Hallo, Onkel McLean. Da seid ihr, ja. Wo sind euer Vater und eure Mutter? Sie müssen jeden Augenblick kommen. Gut, wir müssen uns beeilen. In einiger Entfernung sah McLean die Löwen um ihr blutiges Mahl kämpfen. Bald aber beruhigten sie sich und fraßen schweigend unter den schattigen Bäumen. Ein Schatten strich über McLeans heißes Gesicht. Viele Schatten flatterten durch die Luft. Die Aasgeier fielen aus dem sengenden Himmel. Eine Tasse Tee? Ja, bitte. Das Kinderzimmer. Science-Fiction-Hörspiel nach der gleichnamigen Erzählung von Ray Bradbury. Funkfassung Werner Klippert.